Herzlich willkommen. Hallo Dieter Dehm. Heute treffen wir uns zum zweiten Mal. Ja, erzähl mal, was ist denn hier wieder los? Die wollen dich wieder rausschmeißen in der Linken. Ist zum dritten Mal. Was hast du die Anklageschrift? Ich glaube, dass sie meinen Rechtsvertreter gestern bekommen hat, aber 5 Tage nachdem das heute schon alles hatte. Also offensichtlich sind die Drähte der Parteispitze zum ZDF besser als zu seinen Mitgliedern. Das heißt, du hast davon erstmal aus der Presse erfahren, aus der Mainstream-Presse. Das ist das üblich in der Partei Die Linke? Du bist ja Mitbegründer. Das ist der neue Ton. Früher war das so, dass die Mitglieder für eine Partei wichtiger waren als die Medien. Heute ist das umgekehrt. Und sprecht ihr darin nicht miteinander? Also gibt es nicht irgendwie einen Anruf? Hallo Dieter, sag mal, wir müssen mal mit dir reden. Das Schlimme ist schon, dass mir kommt es so vor, als ob es so modern wird, die Leute, die am Anfang eine Idee hatten und du gehörst zu den Gründern der Partei Die Linke, dass die nach und nach immer alle rausgeschossen werden, dass die Ursprungsidee der Linken, die eigentlich für mich steht, die für Freiheit, Denkfreiheit, Äußerungsfreiheit, ja, gegen Rassismus, gegen Kriege, wie kann das passieren? Was ist da passiert überhaupt die letzten Jahre? Kannst du eine kleine Analyse machen? Es ist ein übliches Verfahren, an dem gelegentlich auch Geheimdienste beteiligt sein sollen, Parteien von innen so auszuhöhlen, dass man nach außen noch die Grünen draufschreibt, aber innen antigrüne Inhalte drin sind, außen SPD draufschreibt, innen aber nicht mehr die Inhalte von Willy Brandt oder Oskar Lafontaine drin sind, außen christlich draufschreibt, aber von der Bergpredigt Jesus Christus keine Rede mehr ist. Und bei den Linken soll das jetzt auch wohl, denke ich, so durchgezogen werden. Damit wird für den Imperialismus und das große Kapital es leicht, sich mit Attrappen zu schmücken, aber sich nicht mit den kritischen Inhalten, die in all den eben aufgezählten Parteien sich natürlich auch gegen das große Kapital richten, auseinandersetzen zu müssen. Ja, wobei hast du die Artikel gelesen? Da stand einmal auch der Millionär Dieter Dehm. Taz, Taz. Die Taz ist immer ganz besonders niederträchtig in ihren Aussagen. Aber ich habe eine Querfront im Moment zu ertragen, bei der ukrainische Faschisten jubilieren über meinen Ausschlussantrag auf Facebook. Ach, das gibt's schon, ja? Die NPD postille Junge Freiheit bis zur Taz und alle bejubeln den Parteivorstand für seine mutige Entscheidung, sich von einem seiner Parteigründer zu trennen. Gut, das ist jetzt das dritte Mal. Ist es richtig, dass es versucht wird? Mitunter haben sie dir ja mal vorgeworfen, dass du zu dem Heiko Maas, das ist unser Ex-Außenminister, dass du ihn NATO-Strichjungen genannt hast. Aber deswegen wurdest du ja nicht rausgeschmissen. Ist das jetzt, was ist da für ein Vorwurf überhaupt da? Das war schon mal ein Verhandlungsgegenstand vor der Bundesschiedskommission. Da hatte ein Berliner Regierungsmitglied meinen Ausschluss beantragt. Das hat die Bundesschiedskommission aber verworfen. Also sie hat gesagt, dass man einen politischen Gegner hart angreift, das gehört eigentlich zur Oppositionsarbeit. Ja, wenn wir uns daran erinnern, wie in den 70er, 80er Jahren im Bundestag geredet wurde, ja, wie die CSU angegriffen hat und die CDU. Ich meine, heutzutage ist das ja wahrscheinlich Hate Speech oder Hasskommentar, ne? Ja, das Wichtige ist, sagen wir mal, ich komme aus einer Generation oder aus einer Bewegung, ob das jetzt die Bewegung gegen den Vietnamkrieg, bei der ich mit Rudi Dutschke das Frankfurter Amerika-Haus besetzt habe, war, oder ob das die Anti-Berufsverbote-Kampagne war oder die Kampagne gegen die NATO-Atomraketen in den 80er Jahren, bei der man einen inneren Reflex hat. Wenn allzu viele politisch schäbige Menschen etwas von dir auf allen Kanälen, die heißen ja nicht umsonst Kanäle, denn sie sind ja für Abschaum und Abguss verantwortlich auch, etwas von dir verlangen, dann kommt in dir dieser Reflex, den der unser wirklich großer Dichter Wolfgang Borchardt mit dem kleinen Satz ausgedrückt hat: Sag nein. Du weißt doch gar nicht genau warum. Du sagst nur, diese Gesellschaft, die hier gemeinsam
etwas von dir fordert, sei es Corona-Diktate, sei es die Anbetung von Zelensky, sei es die Verschandlung der deutschen Sprache durch bestimmte Gender-Eskapaden. Wenn zu viele auf einmal das von dir fordern, ihre klebrigen Hände nach deiner Seele ausstrecken, dann sag nein. Sag erstmal nein. Dann prüfe im Internet, ob du empirische Belege, Beweise für dein Nein findest. Aber sag erstmal nein. Sag nicht ja. Wenn dir im Hals das Kopfnicken steckt, versuch das Kopfnicken zu vermeiden. Sag nein. Sonst wird deine Spur in der Geschichte mit den statistisch 80 Jahren Lebenserwartung wie Sand verrinnen, wenn du nicht die Kraft hast, dem Nicken zu widerstehen und Nein zu sagen. Ja, glaubst du, es liegt an den neuen Liedern, die du geschrieben hast, wie Army Go Home oder Ich bin eine Frau? Woran liegt, also hast du diese Äußerung noch nicht gelesen? Die Vorwürfe gegen dich? Ich habe die Vorwürfe noch nicht gelesen. Und das ist auch, es sind Lieder benannt wohl, zumindest in den Medien. Das zeigt auch, wie die vorgebliche Linke zur künstlerischen Freiheit steht. Also in der SPD dürfte ich wenigstens alle Lieder singen. Da habe ich auch ein paar Ausschlussverfahren gehabt, weil ich mit Kommunisten gemeinsam gegen Atomraketen demonstriert habe. Aber die Meinungsfreiheit, die künstlerische Freiheit wurde da noch einigermaßen hochgehalten. Aber jetzt ist das wohl, gleicht sich das wohl eher dem Standard in der SED an. Du hörst dich heute ein bisschen resigniert an. Ich will auch dazu sagen, es gibt auch sehr gute Standards in der SED. Aber der Umgang mit Künstlern gehört nicht immer dazu. Ach, Dieter, mir wurde ein Lied auch gelöscht, aber nur von YouTube, Gott sei Dank. Und ich bin ja in keiner großartigen Partei. Da habe ich ein Lied geschrieben, I reject the Great Reset, ja, und habe halt gesagt, da haben ein paar eine verrückte Idee, und das wurde auch gelöscht. Warum auch immer. Ich habe niemanden beleidigt und gar nichts, aber Kunst... Dass wir von YouTube und dass wir von Facebook gelegentlich gelöscht werden, ist das eine. Aber wenn eine linke Partei einen löscht, hat man ja schon ein paar Bewegungen in der Magengegend. Einen anderen Vorwurf, den ich gehört habe, ist, dass du spalten wolltest. Und ich weiß, wir haben ja vor 2-3 Monaten uns unterhalten, und da hast du gesagt, du brauchst eine, also am besten wäre es gut für die Linke, eine breite, wie hast du das genannt, eine breite Koalition oder eine breite Aufstellung zu haben und dann nochmal neu sich aufzustellen. PDS, haben die das? PDS und die Linke hatte dafür einen klaren Begriff. Der hieß offene Listen. Das ist etwas in Misskredit geraten. Es gibt in der letzten Zeit keine offenen Listen mehr. Aber als ich erfolgreich als Landesvorsitzender die Linke in Niedersachsen in den Landtag geführt habe, als Wahlkampfleiter und Landesvorsitzender, hatten wir auch eine Kommunistin bei uns auf der Liste. Und das hat nicht nur nicht geschadet, sondern die ist auch in den Landtag reingekommen. Also das war später dann ein Problem, aber beim Wahlkampf hat das nicht geschadet. Und ich habe dafür plädiert, dass man sehr breit, nicht nur nach links, sondern auch rechts von uns, die Unzufriedenheit versammelt mit drei Schwerpunkten. Erstens für Sozialstaat, zweitens für Mittelstand, drittens Stärkung von Abrüstung. Und das sind die drei zentrale Fragen. Wer was gendern will, ist Geschmackssache und freiwillige Sache. Wer eine Maske aufsetzen will, ist keine Verpflichtung, sondern Überzeugungsarbeit. Wer sich impfen lässt, soll das selbst entscheiden. Es gibt viele Dinge, die Menschen einfach frei und für sich entscheiden und entscheiden sollen. Da sollten sie auch nicht bevormundet werden. Aber in den drei Fragen, Stärkung des Mittelstands, der jetzt vorm Abnippeln steht, Stärkung des Sozialstaats, den die beiden letzten Bundesregierungen schleifen wollen, offensichtlich, und Stärkung der Abrüstung, die gerade im Moment in Misskredit geraten ist, da brauchen wir Gemeinsamkeit. Das sind doch vernünftige Vorschläge, und so ein breites Bündnis ist doch gar nicht schlecht. Warum wirft man dir das als Spaltung vor? Naja, was weiß ich. Ich habe das vorgeschlagen, und jetzt dreht das der Parteivorstand zum konkurrierenden Wahlauftritt. Ich hätte dafür mich eingesetzt, also das ist Quatsch. Natürlich ist eins klar.
Wer bei solchen Bemühungen die populärste Politikerin Deutschlands, Sarah Wagenknecht, ausgrenzt, betreibt schieren Masochismus. Und wirst du dagegen angehen? Natürlich, ich habe ja einen guten Rechtsbeistand. Der hat mit mir mal Die Linke gegründet. Das ist mein langjähriger Freund und Landesvorsitzender der SPD in Baden-Württemberg früher. Enger Vertrauter von Oskar Lafontaine und war lange Bundesgeschäftsführer der Linken und lange auch parlamentarischer Geschäftsführer der Linken Bundestagsfraktion. Das ist Uli Maurer, guter Jurist, ein ganz wunderbarer politischer Denker, enger Freund, und der wird mich dabei unterstützen. Also du bist und bleibst Linker. Du willst das bleiben. Ja, sagen wir mal so, ich bin Anti-Imperialist. Die Worte links und rechts sind etwas in Misskredit geraten. Also mit dieser Bundesregierung, die bei einigen Medien eine linke Bundesregierung heißt, halten bei dem Wort links viele Menschen nur noch ihr Portemonnaie fest. Das ist leider auch bei der Erwähnung des Wortes Solidarität. Denken wir an die Solidaritätsabgabe. Oder bei dem Wort Reform, dann denken wir an die Hartz-IV-Reform. Also bei vielen dieser guten Worte ist eine solche Umdeutung eingekehrt, dass die Menschen Angst um ihren persönlichen Wohlstand haben und das Erarbeitete, was mit ihrer Hände Arbeit oder ihres Kopfes Kreativität erreicht worden ist. Und wenn man Angst vor links hat, dann sollte man vielleicht auch andere Worte verwenden. Also ich werde in Zukunft weniger häufig das Wort "Ich bin links" verwenden, weil ich zu viel Angst sowohl bei meinen Freunden in der Skatrunde hier in der Kneipe auslöse, wie auch bei meinem Publikum, wenn ich Lieder singe. Ja, was glaubst du, was entwickelt sich da? Ich bin als Journalistin, wenn ich mir das so angucke, was die Linke überhaupt vorgeschlagen hat die letzten Jahre, muss ich sagen, kam sehr wenig. Und wenn jetzt jemand sich mal traut, wie Sarah Wagenknecht oder auch wie du, dann wird man ja gleich niedergemacht. Also was passiert da überhaupt noch was in der Linken? Oder passen die sich den Umständen des Bundestages an? Sage ich mal jetzt so. Mir wird vorgeworfen, ich hätte nicht nur den SPD-Außenminister, sondern auch die grüne Außenministerin, wie heißt sie, Baerbock, oder den Wirtschaftsminister Habeck angegriffen, wegen des Mittelstandssterbens, weil er keine Ahnung hat, was eine Insolvenz ist und auch übrigens keine Ahnung hat, wie sich eine Insolvenz anfühlt für einen Bäckermeister oder einen Handwerksmeister oder eine Meisterin. Wenn das schon so weit geht, dass Teile der Linken sich schützend vor Teile der Bundesregierung werfen, dann ist ein Zustand erreicht, an den die Erfinder des Wortes links wie August Bebel, Willy Brandt, Rosa Luxemburg nicht gedacht haben. Ja gut, dann werden wir mal sehen. Vielleicht meldest du dich einfach bei uns wieder, wenn da wieder mehr passiert. Eins will ich noch von dir wissen. Vielleicht weißt du ja auch, was die Linke dazu gesagt hat. Du hast ja bestimmt auch irgendwelche Chats der Linken. Was sagt denn die Linke und was sagst du dazu, was da gerade in Polen passiert ist mit der Rakete, die da eingeschlagen ist? Ja, ich bin erstmal erfreut und erleichtert, dass selbst der Tatterkreis Joe Biden wohl relativ schnell erkannt hat, es wird nichts mit dem neuen Kriegsvorwand, weil offensichtlich alle rausgekriegt haben, dass das zwar eine Rakete russischer Bauart war, aber von ukrainischen Milizen abgefeuert. Und dann hinterher zu schicken, die Russen wären trotzdem schuld, ist das herrschende Narrativ. Die Russen sind sowieso an allem schuld. Also wenn irgendwo in Äthiopien Menschen verhungern, sind die Russen schuld. Wenn bei uns die Lichter ausgehen und der Gaspreis steigt, sind die Russen schuld. Und an den Toten, denen unser Mitgefühl natürlich gilt, sind die Russen auch schuld. Das alles zeigt nur, dass man sich dagegen stellen muss. Also wer da nicht sagt, ich habe das ja vorhin aufgezählt, Wolfgang Borchert, sagt nein. Und wer nicht klare Kante zeigt gegen den US-Imperialismus als Hauptfeind der Menschheit, nicht nur Hauptfeind Russlands und Chinas und Irans, und übrigens auch Indiens, also des gesamten
Nordkorea nicht zu vergessen, Dieter. Ja, aber also sagen wir mal so, meine Sympathie mit dem dortigen Staats- und Parteiführer hält sich auch in engen Grenzen. Aber dennoch, natürlich sind die Völker alle angegriffen vom US-Imperialismus. Aber man muss da eben Nein sagen und muss sich dagegen stellen, weil es braucht eine multipolare Welt und nicht eine unipolare, in dessen Zentrum das Weiße Haus sitzt wie die Spinne im Netz. Wenn das der Fall ist, wird der Imperialismus die Menschheit überdauern. Ja, ich meine, es ist, hätte zu einem erneuten Weltkrieg kommen können, so hat man das gelesen in vielen Mainstream-Presse, aber Gott sei Dank ist es ja dann doch noch gesagt worden, es war eine ukrainische Abwehrrakete, die wahrscheinlich von der NATO war, so höchstwahrscheinlich, ja, das kann ich nicht wissen, das wird ja noch untersucht. Gott sei Dank ist das aber jetzt alles noch im Rahmen, aber es ist schon merkwürdig, ne, wenn auf dem NATO-Gebiet eine NATO-Abwehrrakete fällt, ist man da nicht manchmal sein eigener Feind? Nein, die suchen natürlich einen Grund, den Artikel 5 der NATO-Vereinbarung ausrufen zu können und damit einen Weltkrieg zu provozieren. Ich hoffe, dass die russische Führung, da habe ich auch immer mal wieder gelegentlich Zweifel, ob die so klug ist. Also vieles deutet darauf hin, was sie auch in Deutschland an Aufklärungsarbeit nicht betrieben haben in den vergangenen Jahren, dass sie nicht immer so klug sind. Also ich hoffe aber dennoch, dass der Kreml so klug ist, auf diese Provokation nicht reinzufallen. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Dieter Dehm, und ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Zeit. Und bis bald in Berlin. Alles Gute.